Herzlich willkommen zur Abschlusspressekonferenz vor unserem Länderspiel morgen in Offenbach gegen Vietnam. Schön, dass Sie alle hier sind. Und herzliches Willkommen auch an die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und an Chantal Hagel von der TSG Hoffenheim. Ja, erste Frage an dich, Martina. Morgen geht es in das erste von zwei Länderspielen im Rahmen der WM-Vorbereitung gegen Vietnam. Nimm uns doch mal mit, was war eure Intention bei den Planungen rund um die Vorbereitung? Ja, im Trainerteam musst du ja immer mehrheitlich planen, mit Plan A, Plan B. Und wir haben das eigentlich so gemacht, wie wir es immer vor Turnieren machen, dass wir schauen, wann spielen wir im Turnier, wann gehen wir wohin und wann setzen wir Länderspiele, und haben uns dann eben bewusst für diesen Termin entschieden, allerdings in dem Nichtwissen, ob wir eben zum Beispiel eine Mannschaft im Champions-League-Finale haben oder nicht. Haben das aber trotzdem so gesetzt, auch mit dem Wissen, dass wir vielleicht dann auf einige Spielerinnen eben auch noch Rücksicht nehmen müssen. Und so ist ja auch jetzt die aktuelle Situation. Es war ja das Schöne und Positive, dass der VfL Wolfsburg ins Finale eingezogen ist, dadurch jetzt aber auch eine andere Pause hatte, einen anderen Aufbau jetzt hat als die ein oder andere Spielerin. Von daher werden wir halt auch darauf Rücksicht nehmen. Und für uns ist dieses Spiel gegen Vietnam natürlich nur eins von zwei Spielen, die wir jetzt zu Hause haben. Aber es gehört für uns in den Trainingsprozess rein, also in den Vorbereitungsprozess. Und wir wollen vor allen Dingen auch nochmal Spielerinnen die Möglichkeit geben, die im Selektionsprozess sind, sich auch zu zeigen gegen einen Gegner, der sich erstmalig für die WM qualifiziert hat, gegen einen Gegner, der schon seit fast 2,5 oder 3 Wochen hier auch durch Europa tourt und schon 3 Spiele gemacht hat. Die werden also wahrscheinlich ein Ticken eingespielter sein als wir, was so ihre Performance angeht. Und nichtsdestotrotz freuen wir uns erstmal, dass viele Zuschauer kommen werden und dass wir natürlich unser Spiel, auf das wir jetzt auch schon einen klaren Fokus gelegt haben, durchziehen wollen und wollen den Gegner auch ja in allen Bereichen fordern und beherrschen. Du hast es gerade schon angesprochen, die vielen Fans, die morgen erwartet werden, über 12.000 Tickets sind verkauft. Frage an dich, Chantal, wie schön ist es denn jetzt nochmal, ja, kurz vor der Weltmeisterschaft auch zwei Länderspiele nochmal vor heimischer Kulisse zu absolvieren? Länderspiele sind generell immer sehr bedeutsam und dann vor allem auch Heimspiele. Also für uns ist es sehr, sehr schön, nochmal vor der WM hier die zwei Heimspiele zu haben. Wir wollen klar die Euphorie, die sich so ein bisschen entfacht hat durch die EM und jetzt über das letzte Jahr, auch noch weiter leben lassen und wollen die positive Energie, die dann auch von den Rängen kommt, mitnehmen und als gutes Gefühl dann mit in die WM nehmen. Ihre Fragen bitte. Erster. Robert Schreier. Hey, Ladies First, oder? Ja, stimmt. Ladies First. Lisa De Rütter. Ja, Martina, hallo erstmal. Heute seid ihr ja dann endlich komplett, wenn wir jetzt mal Obi außen vor lassen, die ja krank ist, glaube ich. Trainieren alle dann auch gleich mit und gibt es vielleicht die ein oder andere Chance für die Bayern-Spielerin auf einen Einsatz morgen? Also zur ersten Frage, neben dem Ausfall von Obi, die einen Infekt hat, wird auch Carlotta Wamsa nicht zur Verfügung stehen, weil sie eine kleine muskuläre Verletzung hat. Das müssen wir aber noch diagnostizieren, von daher gehen wir da noch nicht, können wir noch nicht so viel ins Detail gehen, aber Fakt ist, dass sie keinen Einsatz haben wird, und wir werden keine Bayern-Spielerin einsetzen morgen, weil das macht wenig Sinn jetzt. Wir müssen uns dementsprechend auch in die Verantwortung nehmen lassen, dass wir mit den Spielerinnen verantwortungsvoll umgehen. Sie haben eine tolle Basis jetzt gelegt mit dem Training, was sie selber gestaltet haben, mit unseren Plänen. Aber es ist nochmal was anderes, ob du auf dem Fußballfeld stehst und dann komplexere Bewegungsabläufe hast. Und da wollen wir überhaupt keine Risiken eingehen. Und wir werden auch eine gewisse Anzahl an Spielerinnen auf keinen Fall einwechseln wollen, wenn es nicht irgendwie eine Situation gibt, die es erfordert. Und von daher sind wir noch, sage ich mal, so in 3 Gruppen unterwegs. Das ist auch das, was wir gestalten im Training, wo wir unterschiedliche Trainingsphasen haben, wo alle teilnehmen, wo wir Trainingsphasen haben, wo einige nur Anspielerinnen sind und wo wir Trainingsphasen haben, wo dann nur noch ein gewisser Teil die Dinge schon komplett mitmacht. Und von daher ist es jetzt genau der Prozess, den wir eben gehen und wie wir ihn auch geplant haben. Jetzt aber Robert Schreier. Ja,
Ich hatte die gleiche Frage, würde trotzdem noch mal eine Anschlussfrage stellen. Poppy hat gestern individuell trainiert. Ist sie trotzdem einsatzfähig für morgen? Und du hast gesagt, ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Wolfsburgerin. Was bedeutet das? Also nur eine Anzahl von Minuten, dass die sich vielleicht so eine Art, so ein bisschen die Spielzeit dann auch teilen untereinander? Oder vielleicht kannst du das noch mal erklären. Ja, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil das sind ja immer nur Planspiele und ich hoffe, dass wir aber die Pläne durchziehen können. Also bei Poppy ist es einfach so, dass sie auch zum Ende der Saison hin oder eigentlich bei uns dann im Länderspiel gegen Brasilien ja auch eine kleine Verletzung hatte. Auch da sind wir einfach dran, das jetzt gut zu betreuen und gut zu handeln. Und da haben wir überhaupt keine Not, jetzt irgendwas zu riskieren in irgendeiner Form. Und deshalb hat sie da sehr individuell mit Jan Ingwer, Carlsen Bracker gestern gearbeitet, was sie einfach im Moment auch gut tut. Und von daher ist, wie gesagt, haben wir eine Handvoll von Spielerinnen, die wir eigentlich nicht einsetzen wollen. Die möchte ich aber jetzt nicht alle namentlich nennen, weil dann kommt es meistens anders. Und von daher, ja, wie gesagt, wir sind in drei Gruppen unterwegs. Aber natürlich werden alle Spielerinnen hier vor Ort sein und werden sich auch natürlich den Fans zeigen wollen und wollen die Fans auch mitnehmen. Und wir wollen den Fans auch was zurückgeben, unabhängig davon, ob jetzt die Spielerin am Platz steht oder keinen Einsatz hat. Sind wir hier als Team unterwegs und jetzt gilt es einfach auch als Team, die Prozesse anzunehmen, zusammenzuwachsen und die positiven Emotionen jetzt einfach auch in der Gegenseitigkeit mitzunehmen. Frank Hellmann. Martina, jetzt haben wir über Bayern geredet, wir haben über Wolfsburg geredet, aber die hier so ein bisschen Heimspiel haben, sind ja die Frankfurter Spielerinnen, die auch ausreichend Urlaub haben und die auch abgestellt worden sind. Kann man da erwarten, dass die sich zeigen? Und kannst du vielleicht noch mal was sagen, jetzt dieser Integrationsprozess mit Bayern-Spielern? Ihr wart ja alle berechtigt sehr sauer, wie die Bayern sich verhalten haben. Jetzt sind sie aber da und kann man sagen, jetzt wächst irgendwie auch zusammen, was zusammengehört, nachdem du sie jetzt sozusagen empfangen hast? Ja, also erstmal zum ersten Teil der Frage. Ja, wir können davon ausgehen, dass die Spielerinnen, die nicht so lange gespielt haben, die alle pünktlich angereist sind, auch Spielzeit mehrheitlich bekommen. Wie gesagt, wir müssen auch ein bisschen auf Positionen gucken, wollen die ein oder andere ein bisschen länger sehen, wollen die ein oder andere ja auch nochmal auf einer Position sehen, wo es jetzt auch darum geht, sich zu zeigen, egal gegen welchen Gegner. Fakt ist, wir sind jetzt natürlich noch nicht bei 100%, aber wir sind bei 100% Einstellung, bei 100% Leidenschaft. Und Shanti hat es gesagt, wenn man ein Länderspiel hat, dann hat man ein Länderspiel und dann gibt es nur Vollgas, das ist auch klar. Und beim FC Bayern gucken wir jetzt überhaupt nicht zurück. Wir haben gesagt, die Spielerinnen werden komplett so integriert, wie es sich gehört. Auch Ann-Kathrin Berger ist ja heute mit uns angereist. Und das hat ja sowieso keinen Nachteil für die einzelnen Spielerinnen. Und jetzt gehen wir genau den Prozess, den wir gehen wollen. Wir haben noch genügend Zeit, die Dinge zusammenzubringen und dass das unabhängig ist von der Anwesenheit, dass eine Spielerin zu uns gehört, steht für uns außer Frage. Martina Knief. Danke, ich hätte gerne an beide eine Frage. Chantal, vielleicht kannst du mal kurz was erzählen, wie die Vorbereitung so die ersten Tage gelaufen ist, was ihr da so gemacht habt. Und dann würde ich die Martina gerne fragen, du hast jetzt gesagt, was die Umstände um das Spiel gegen Vietnam, aber was erwartest du von dem Spiel von deiner Mannschaft? Ja, generell ging es für uns erstmal darum anzukommen, sich wieder zu treffen. Wir hatten uns viel zu erzählen tatsächlich, auch wenn man sich dann doch so lange nicht gesehen hat. Auf dem Platz, klar, die Basics wieder. Also wir haben viel im Passspiel, viel erstmal an den Ball wieder gewöhnen, reinkommen. Und Martina hat es gerade gesagt, wir sind im Trainingsprozess und der hat jetzt in Herzog begonnen und den führen wir jetzt fort. Ja, und die Erwartungshaltung ist, dass wir gegen Vietnam unser Spiel machen. Wir haben, wie gesagt, taktisch auch schon ein bisschen was angeschoben, auf dem Platz als auch daneben. Wir haben eine klare Idee, was wir morgen sehen wollen und zeigen wollen. Und trotzdem wissen wir, dass auch morgen noch nicht alles gelingen wird, weil, wie gesagt, die Ballgewöhnungszeit, die braucht auch noch ein bisschen. Aber ich fand das Trainingsniveau jetzt schon relativ schnell gut, wirklich gut. Gerade gestern war es ein cooles Training. Wir gehen auch davon aus, dass wir heute ein gutes Training haben und die entsprechende Stimmung und Vorfreude bei jeder Spielerin ist einfach spürbar. Und ja, ihr habt euch extrem viel zu erzählen und es ist lebendig und es ist schön. Es ist eine unheimlich positive und gute Stimmung. Wir genießen das Ambiente bei Adidas in Herzogenaurach außerordentlich. Viele haben gesagt, wir waren vor einem Jahr hier. Ist doch erst gefühlt 2 Tage her.
Und die, die neu dabei sind, die genießen es auch, weil sie schon sagen, wow, das ist ein absolutes Privileg. Und das wissen wir auch, wenn man in so einem Ambiente sich wirklich gezielt vorbereiten darf. Und das werden wir tun. Und von daher sind wir dafür auch dankbar, dass der DFB auch uns diese Möglichkeiten gibt, uns in der Form vorzubereiten. Und vom Gegner erwarte ich natürlich einen Gegner, der voller Vorfreude und Emotionen ist. Vietnam hat sich das erste Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Ich habe das damals sehr eng verfolgt. Waren sehr, sehr viele Emotionen. Ich selber habe familiär auch ein bisschen Bezug zur vietnamesischen Bevölkerung. Ich weiß, dass auch, glaube ich, einige Fans kommen werden. Von daher ist das schön, dass für so eine Nation das natürlich eine Riesenbedeutung hat, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Und von daher werden sie sehr diszipliniert sein in ihrer Spielweise, sehr kompakt. Wir erwarten sie in einer Dreier- oder Fünfer-Formation, die natürlich defensiv sehr diszipliniert spielen. Sie haben eine gute Mittelstürmerin, werden mehrheitlich mit langen Bällen wohl auch agieren. Aber Fakt ist, wir wollen unser Spiel durchziehen, wir wollen unsere Dinge zumindest im Ansatz schon mal sehen und forcieren, mit ganz viel Mut, mit ganz viel, ja, auch Aktivität spielen. Und vielleicht braucht man die ein oder andere Fehlertoleranz mehr, weil vielleicht eine Aktion mal nicht gelingt. Aber dann haben wir die ganz klare Erwartungshaltung, dass man es immer wieder probiert, dass wir klug spielen, dass wir auch ein bisschen geduldiger werden, als es gestern im Training war. Wir wollen immer gleich Richtung Tor, aber das haben wir ja besprochen, ne? Weitere Fragen? Dieser Drüte. Chantal, mal eine Frage an dich. Du warst ja dann letztes Jahr in England nicht dabei. Was bedeutet dir jetzt die Vorbereitung? Was hast du dir persönlich vorgenommen, damit es dann in diesem Jahr auch reicht für die WM-Teilnahme? Ja, ich denke, nach der Saison kann ich mit voller Selbstbewusstsein in die Vorbereitung gehen. Und klar, alle Spielerinnen, die jetzt hier dabei sind, wollen dann auch am 11. Juli im Flieger sitzen nach Australien. Und genauso gehöre ich da auch dazu. Ich möchte mich einfach beweisen, ich möchte mich zeigen. Und wie dann am Ende entschieden wird, wird man sehen. Frank Hellmann. Martina, du hast ja jetzt viel schon über Vietnam gesagt. Würdest du uns diesen vietnamesischen Bezug aus deiner Familie noch näher erläutern? Zum Nein, einen, werde ich nicht. Okay. Aber kann man die Mannschaft, ich habe das Turnier damals auch verfolgt, wegen dem Colin Bell, der hat ja im Finale dann Südkorea knapp nachher verloren. Vietnam war ja auch bei dieser Asienmeisterschaft dabei. Kann man die ein bisschen vergleichen mit Südkorea? Ja, ich glaube so schon, dass die asiatische Spielweise ja auch geprägt ist, so ein bisschen von auch ihrer DNA und Mentalität, ähnlich wie es dann in Europa ist, und dass sie sich eben auch weiterentwickelt haben. Übrigens ist der familiäre Bezug, dass der Sohn von Hermann ein Halbvietnamese ist, und da kommt auch ein bisschen Familie dann ins Stadion. Von daher ist das Geheimnis. Und wir erwarten, wie gesagt, einen Gegner, der jetzt schon ein bisschen eingespielter ist, der sich weiterentwickeln möchte, die auch sich gefreut haben. Also Vietnam hat sich sehr gefreut, als wir eben auch die Anfrage gestellt haben, oder sind auch sehr aktiv auf uns zugekommen, weil sie eben in Europa sind, jetzt nochmal einen der Turnierfavoriten auch spielen zu dürfen. Und deshalb erwarte ich sie natürlich erstmal in einer wirklich sehr disziplinierten Defensivordnung, die Nadelstiche setzen wollen, die talentierte Spielerinnen haben. Und nochmal, sie werden über ihre Emotionen kommen, über ihre Bereitschaft, alles auf den Platz zu geben, sind sehr diszipliniert in den Dingen, die sie tun. Also so, wie man eben auch die asiatischen Mannschaften kennt. Und deshalb wollten wir auch nochmal ein Team aus Asien spielen, weil wir eben auch mit Südkorea ja einen Gruppengegner haben. Gibt es weitere Wortmeldungen? Eine letzte Frage von Lisa de Rüter. Nachspielzeit. Genau, gestern bei der U21 EM gab es dann klar, Rassismus wieder ein Thema. Die Spieler haben sich dazu schon geäußert, vielleicht mal ein Statement von der Bundestrainerin. Ja, nicht nur von der Bundestrainerin, ich glaube auch wir haben gestern darüber gesprochen und haben das natürlich auch mit Entsetzen festgestellt, weil auch wir hatten das Thema ja schon bei uns in der Frauennationalmannschaft, nicht nur mit Alltagsrassismus, sondern auch mit Rassismus nach Spielen, und das geht einfach gar nicht, und der DFB hat heute ein tolles und klares Statement abgegeben für alle Nationalteams, für jeden Teilnehmer, aber ich glaube auch selbstverständlich für jeden Sportler, und ich kann die Jungs und Toni mit seinem Team nur bestärken in ihrer Aussage, dass das überhaupt nicht geht, dass wir kein Verständnis für solche Reaktionen haben.
und dass wir komplett hinter dem Team stehen und Rassismus einfach verurteilen in allen Formen, denen wir leider immer wieder begegnen. Und von daher ist es uns auch wichtig, als Frauennationalteam und gerade auch jetzt in meiner Person ganz klar zu sagen, es ist ein No-Go und wir haben null Verständnis und werden immer dagegen auch ankämpfen und ein klares Statement setzen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Martina Voss-Tecklenburg und bei Chantal Hagel und danke euch allen, Ihnen allen. Bis bald.